Autsch. Luft ist rein. Klopfer auf Holz. Gut. Jetzt sperren alle die Augen auf. Meine sind offen. Ich habe schon allerlei gesehen. Ja, aber die erhöhen das Startgebot. Was ist das denn? Wache! Wache! Tja, das war's. Wir sind am Arsch. Du hast gesagt... Verdammt, ich weiß, was ich gesagt habe. Auf sie, bevor sie Alarm schlagen. Mit Holzschleifern. Das kann ja nur schief gehen. Okay, meine Schwerter. Hexerschwerter. Das wird so ein Spielzeugschwert. Was soll denn das werden? Ein Bosskampf oder was? Das macht doch kaum Schaden. Keine Tote, ja klar. Auf ihn! Er darf nicht fliehen! So, man die Ratten erkennt. Ist geflohen. Und da läutet die Glocke. Na, sehr toll. Ich wusste doch, dass das Schiff geht. Eingeschlossen. Scheiße! Verdammt. Es war so klar, dass das Schiff geht. Die Waffen weg! Ihr habt keine Chance! Wir haben keine Waffen. Vielleicht nicht. Aber wir haben Geiseln. Gnade, Meister. Bei drei gehen wir rein. Eins, zwei. Einen Schritt weiter und es stirbt jemand. Halt, halt. Wir müssen verhandeln. Was fordert ihr für das Leben der Geiseln? Kauf uns etwas Zeit, Geralt. Wir haben eine Forderung. Zieht euch aus dem Auktionshaus zurück. Du weißt, das können wir nicht. Ihr könnt. Ihr wollt nur nicht. Ich kann ja auch eine Geisel töten. Tut, was sie sagen! Bitte! Beruhigt euch! Niemandem passiert was. Klar? Wie Kloßbrühe. Sobald ihr eure Männer hier abzieht, leben alle glücklich bis an ihr Ende. Ich wiederhole, das ist keine Option. Wir müssen aber zu einer Einigung kommen. Wir wollen einen Wagen und Pferde. Es ist mitten in der Nacht. Wo soll ich das hernehmen? Willst du lieber Särge suchen? Er meint es ernst! Stichhaltig. Wagen also. Was für ein... Radovids Krönungskutsche. Keine andere. Mit schneeweißen Stuten. Du hältst diese Situation für lustig? Okay, und schon. Ihr habt beide recht. Sie ist nicht lustig. Ich will mich einigen und Blutvergießen vermeiden. Aber ihr dürft nichts Unmögliches verlangen. Du gibst mir schon den zweiten Korb. Scheiß Verhandlungstaktik. Verhandlungen sind offenbar nicht meine Stärke. Deine auch nicht. Angriff! Verdammt. Huch, das Fass läuft über. Okay, Wachen mit einem Holzschwert töten. Und zwar welche mit Schildern. Verdammt!
Keine Waffen im Inventar. Das soll ich schaffen. Gegen die Spacke. Spacke in den Gästen fest. Mit Holzschwertern gegen bewaffnete Waffen. Großartige Idee. Wie sollen wir den jetzt besiegen? Ich meine, der kriegt scheinbar auch nicht viel Schaden auf uns. Jetzt brauchen wir mal, wenn der mich den ablenkt und dann den, das von hinten. Oh nein, ist ein Punkt, wo ich festpacke. Verdammt. Ach, diese verdammten Schilder. Gut, zwei Treffer. Treffen doch an. Ich komme von hinten. Oder auch nicht. Sehr gut. Verdammt. Ich hätte gut auf die Explosion und den Kampf verzichten können. Die Explosion bringt uns in die Schatzkammer. Wo ist der Willi? Geflohen. Auch gut. Dann bleibt mehr Beute für jeden von uns übrig. Los, bevor Verstärkung anrückt. Na toll. Elb und Zwerg sind weg. Ah ne, der Zwerg ist noch da. Natürlich. Ein feiner Wumms. Bisschen laut, aber ich musste ja mehr Knallquecksilber beigeben als üblich. Und da... Interessiert mich nicht. Interessiert keinen. Wir gehen rein. Geralt, du zuerst. Wieso ich? Dazu habe ich dich eingestellt. Los jetzt, wir haben keine Zeit. Nur wenigstens unsere Schwerter behalten dürfen. Sehr gut. Dass es hier keine weiteren Fallen gibt. Das glaube ich ja kaum. Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch anlegt. Zwei Schilder. Im Gegenteil. Ich weiß es nur zu gut. Ewald? Hallo, Bruder. Oha. Geschwister Realität. Da hat mir einer einen Gabelschwanz. Du schuldest uns eine Erklärung, Ewald Borsodi. Was ist der Zweck dieses Familientreffens? Rache. Wegen Verrats. Erniedrigender Jahre. In Armut. Vater hat mir das Auktionshaus vererbt. Mir! Horst hat mich betrogen. Und enterbt. Du hast alles, was wir eingenommen haben, verspielt und verhurt. Vater hat das nicht gesehen, aber ich... Das ist keine Entschuldigung, Horst. Und keine Rettung. Ihr zwei, haltet zu mir. Die Redanier werden euch nichts tun. Ich gebe euch, was ihr wollt. Mhm. Verlockend. Aber ich halte mich aus Familienangelegenheiten raus. Dann hättest du besser nicht in meine Schatzkammer einbrechen sollen. Für Neutralität ist es jetzt zu spät. Bist du für mich, kleide ich dich in Gold. Bist du gegen mich, wirst du hier nicht mehr rauskommen. Sehr, sehr verlockend. Wenn du das so siehst, dann bin ich für Ewald. Och, wir nehmen, was wir wollen, sobald wir Hackfleisch aus dir gemacht haben. So sehe ich das auch. Weise Worte, Mann. Auf sie! Er muss uns nicht kleiden, wir kleiden uns selbst. Auch wenn das Schilder sind.
Den töten wir als erstes. Leg dich nicht mit deinem Hexer an. Ich hätte das gerne anders gelöst. Das ging schnell. Schriftrollen gestohlen, dich auf die Straße geworfen. Rache genießt man am besten kalt. Heiß ist sie mir aber auch recht. Bitte, Gnade, für deinen Bruder. Ich tue alles, was du sagst. Wirklich? Alles? Ja, alles. Überschreib mir alles, was du hast. Dann verschwinde. Nur mit dem, was du am Leib trägst. Erlaube mir, etwas mitzunehmen. Bitte, irgendetwas. Jahre in der Kanalisation. Hat den jetzt. Wie ein Tier. Und du wagst es. Du wagst es zu betteln. Oh, Schatz. Verdammt, Mann. Ja, zoom noch ran. Zufrieden. Durchaus. Kerzen möchte noch was. Und so? Nein, erst wenn ich Max Bausodis Haus habe. In dieser Schatzkammer, hast du gesagt. Das stimmt auch. Dort. Aber ich fürchte, es ist nicht für dich. Darin befindet sich nämlich das Testament meines Vaters, mit welchem Ewald Borsodi, lang vermisst, das Vermögen einfordern wird. Und was fordert wohl Geralt von Riva ein, den du betrogen hast? Bedauere, aber alles andere darf er auswählen. Meine Herren, bitte. Du hast mich reingelegt. Und du wolltest mich gegen die Schläger von Horst im Stich lassen. Für meine Begriffe sind wir quitt. Ich habe ihn verteidigt. Was Max Borsodis Haus betrifft. Ich habe auf seiner Seite. Wenn du es unbedingt haben willst, musst du es dir schon mit Gewalt holen. Aber das kriegen wir hin. Ich würde dich mit links niedermachen. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch anders gelöst. Da ist kein Kompromiss drin. Wir wollen beide Max Haus. Eigentlich willst du den Inhalt. Ich will das Haus. Sie sind unten! Na schön. Deine Hand drauf. Puh, mir fällt ein Tonnengewicht von den Eiern. Her mit der Truhe. Und dann raus hier. Wie du willst. Hier lang. Maximilian Borsodis Haus. Ach, das ist das Haus. Nicht das Haus, sondern das. Okay, wir kommen dem Auktionshaus. Nicht das Gebäude, sondern. Wir müssen die Schatztruhe mitnehmen. Die Schatulle. Na, das war einfach. Ich dachte, wir müssten hier noch irgendwie. Wir müssten die Nutzungsrechte für das Haus irgendwie. Besitztümer des Hauses, des Anwesens. Okay, jetzt schnell raus hier. Hier geht's also raus. So, hier trennen sich nun unsere Wege. Sei still. War ich so schlecht? Nein,
Aber es war verdammt knapp, Ewald. Hast um Haaresbreite überlebt. Gut, dass die Option, die diplomatische Option genommen habe. Alles Gute, Kasimir. Ich hoffe, dass Euphemia zu dir zurückkehren wird. Ach, scheiß auf ihre Anwandlungen. Ich hab jetzt so viel Gold, da brauche ich keine Liebe mehr. In dem Fall wünsche ich dir und deiner Börse alles Gute. Okay, bring Maximilian Boso dieses Haus zu und Ulgiot. Dann haben wir die zweite Quest heute abgeschlossen. Ich bin gespannt, was die dritte fürchterliches sein wird. Ich meine, das ging ja. Es waren ordentlich Kämpfe und so, aber naja. Ist auch ordentlich Aufwand, aber. Was kostet ein Heer? Wir mussten uns nicht verlieren. Ich, bis sie billiger sind. Wir müssen reden. Bin ganz Ohr, Hexer. Ich habe etwas für dich. Ich mag Geschenke, aber ich packe sie lieber alleine aus. Ich habe eine Rüstung. Hey, Jungs, passt auf die Fässer auf. Ich gehe mit Geralt schwatzen. Komm. Ah, besser. Also, was hast du für mich? Max, baust du dieses Haus, wie verlangt. Die Papiere, wo sind sie? Hab ich in der Schatzkammer gelassen. Du wolltest das Haus. Du hast es. Vom Inhalt hast du nichts gesagt. Kluges Kerlchen. Fast so gerissen wie Odin. Er picht darauf, andere lächerlich zu machen. Weißt du, was meine Leute und ich mit deinesgleichen machen? Weiß nicht. Eine Rechtsberatung suchen? Du könntest eine brauchen. Wir haben einen Vertrag, Olgiert. Dessen Bedingungen ich erfüllt habe, komplett. Nicht zufrieden? Nein, dann hättest du dich präziser ausdrücken müssen. Eine Sache muss er noch machen. Ja, hätte ich wohl. Ich nehme an, du hast dich mit Horst geeinigt. Eine Schande. Er ist so ein Hurensohn. Nein, ich habe mich mit seinem Bruder geeinigt. Und der hat dann Horst mit einem Goldleuchter den Schädel zertrümmert. Ein Fortschritt. Welches Problem hast du mit den Borsodis? Haben sie dich aus einer Auktion geworfen? Schlimmer. Sie haben mich aus meinem Haus geworfen. Willst du das wirklich wissen? Eigentlich nicht. Ich habe aus Höflichkeit gefragt. Vorbildliche Manieren. Die Rüstung steht ihm sehr gut. Na, was willst du noch? Brauchst du immer noch was? Eigentlich hat er noch einen dritten Wunsch, aber ich sag nichts. Bin froh, es geschafft zu haben. Munchkin. Ah, okay. Ja, schade. Ziehen wir von der dritten Aufgabe. Der dritte Wunsch. Sei. Moment, Geralt. Ich muss etwas erledigen. Dann reden wir. Du da! Hol den Hering aus dem Fass. Na los, nicht so trödeln. Wie ist das? So, bereit zuzuhören? Oder ist es dir immer noch scheißegal, was ich zu sagen habe? Ich bin bereit. Ich höre. Gut. Geh zu deinem Herrn und sag ihm Folgendes. Seine dreiste Forderung hat mich sehr betrübt. Das Gastrecht ist mir heilig.
und dem Diktat eines ungehobelten Wildschweins beuge ich mich nicht. Verstanden? Ich werde ihn bald besuchen, um seine Anpassungsbereitschaft zu testen. Du reitest los und kündigst mich an. Schone das Pferd nicht. Klar? Ja, verstanden. Gebt dem Mann ein Pferd und lasst ihn ziehen. Komm, Hexer. Wir müssen draußen reden. Lass uns das an. Die Ophiri glauben, dass man wichtige Angelegenheiten unter freiem Himmel mit den Göttern als Zeugen besprechen sollte. Ich habe dir zwei Wünsche erfüllt. Erzähl mir vom dritten. Oh, sind wir aber selbstsicher. Stolz, furchtlos, der eigenen Stärken bewusst. Dritte Aufgabe, wenn's recht ist. Die Mutationen haben dir die Emotionen genommen. Sag, hast du je geliebt? So richtig, meine ich. Ich habe keine Lust auf intime Gespräche. Ich soll etwas für dich tun. Sag mir, was es ist. Ganz der Profi, was? Ich sag dir, was ich glaube. Du spielst den kalten Schlechter nur. In letzten Wahrheit Runden sagt mir die dritte Aufgabe. Stärkere Sinneseindrücke, wie ich. Du willst dir beweisen, dass du noch etwas fühlst, dass du noch menschliche Reste in dir hast. Ich wäre ein guter Hexer. Leider weiß ich den Weg nach Kermor. Wärst du nicht? Und bezweifle, dass ihr mir ein Medaillon geben würdet. Schluss mit dem Scheiß, Olgirt. Dritter Wunsch. Ich warte immer noch. Mann, bist du stur. Also gut. Hör gut zu. Ich hatte mal eine Frau. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, gab ich ihr eine lila Rose. Bring mir die Blume. Ich will mich daran erinnern, wie sie ausgesehen hat. Ach, und wann war das? Die Blume ist doch längst verwelkt und zu Staub zerfallen. Du wolltest meinen Wunsch hören. Das war er. Erfüll ihn. Ich statte jetzt diesem unverzagt einen Besuch ab. Aber einer meiner Männer bleibt hier. Er wird mich finden. Falls du Erfolg hast, versteht sich. Ich meine, wir haben schon Geister. Du könntest mir wenigstens sagen, wo deine Frau ist. In meinem alten Anwesen östlich des Hofs von Martin Föhl. Ich würde dir gutes Gelingen wünschen, aber... Nun, du verstehst schon. Leb wohl, Geralt. Das kriegen wir doch wohl auch noch. Aber das nicht nur unbedingt heute. 195 Rüstung, wow. 69 Rüstung. 73 Rüstung. 73 Rüstung. 195. Okay, das ist schon ordentlich. 69 Rüstung, aha. Das sieht nicht schlecht aus. Glück kann man behalten, die Rüstung. Das Schwarze gefällt mir. Und das Beste natürlich, die Brille. Passt auch zum Outfit. So, hatten wir nicht hier noch. Kleine Trophäe. Haben wir gleich noch einen Punkt zu vergeben? Eine Rune wollte ich noch reinschmeißen hier in die Handschuhe. Quenzzeichen, Igniglyphe. Gut, na dann, bei den Besoffenen hier machen wir für heute erstmal Schluss. Ist auch schon 2 Uhr nachts im Spiel. Dann sollten wir erstmal meditieren. Oder einen Punkt vergeben. Oh ne, ich warte mal, da brauchen wir noch einen Punkt. So, meditieren wollte ich.
bringen wir das nächste Mal hoffentlich endlich die Quest mit dem Typen zu Ende, die dritte Aufgabe. Okay, da sind wir das nächste Mal stehen geblieben. Hübsche Bulle habe ich da. Und hübsche Klamotterie. Das schwarze Zeug gefällt mir, die schwarze Uniform. Wie kann... wait, what? Wie kann sie meine Augen sehen? Wie kann sie die Augen von Nexa sehen? Er hat eine ziemlich dunkle Sonnenbrille auf. Ja, Sonnenbrille jetzt nicht direkt, aber... Das verspiegelt schon irgendwie die... dass man die Augen da nicht durchsieht. Die schwarze Rüstung gefällt mir echt. Echt nicht übel. Das ist auch keine schwarze Rüstung wie bei diesen Kaisersoldaten, sondern es ist halt so eine hübsche schwarze Lederuniform. Das klingt falsch. Okay, da müssen wir ziemlich weit reisen. Und da sollten wir mal zum Außenposten. Irgendwo hier muss doch ein Schnellreisedings sein. Und da sind wir schon dann vorbei. Wahrscheinlich sind wir schon dann vorbei. Und reisen mal bis zum nächsten. Ich nehme jetzt dafür kein Pferd. So, hier wollen wir hin. Dann ist es nicht mehr weit. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier? Das ist aber ungünstig. Eine ungünstige Wegstelle. Na, von hier aus ist es nicht mehr weit. Dann laufen wir den Rest noch. Eine kleine Wanderung. Am Mittag. So, da sind wir gleich da. Das sieht schon so aus, als ob wir hier abbiegen müssten. Und dass man nicht das von Everick anwesend ist. Es ist das von Everick anwesend. Bloß von hinten. Wir müssen von der anderen Seite kommen. Ein großes Anwesen hat, oder? Der von Everick. Ein schöner Kameraschwenk. Sorry. Ist da jemand? Nö. Kendrick! Kendrick! Bist du da? Nicht so laut. Oh, Götter, hast du mich erschrocken? Nicht so laut, habe ich gesagt. Der Nebel ist übernatürlich. Darin kann sich alles verstecken. Neblinge oder Nymphen. Deren Aufmerksamkeit willst du nicht, glaub mir. Neblinge? Heilige Mutter Melitele, was mache ich hier bloß? Gute Frage. Was machst du hier? Also, Kendrick und ich, wir dachten, das Haus steht seit Jahren leer. Es ist doch schade um all die schönen Sachen. Mhm. Diebe also. Diebe bestehlen die Lebenden. Wenn man's den Toten nimmt, wen schert's? Kendrick wollte die Tür öffnen. Ich hab die Toten scherz. Da hab ich seine Lampe zerspringen hören. Dann nichts mehr. Ich hab gerufen, aber...
Geralt sieht von Neubisch aus mit der Brille. Steht ihm, finde ich. Was war das? Einer dieser Neblinge, die du erwähnt hast? Nein. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom... Ich sehe nach, was das war und wo dein Partner ist. Du... Ich warte hier bestimmt nicht. Bin weg. Schickes Anwesen, wirklich.